damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Der trudelnde Wahnsinn nimmt kein Ende. Und ich hoffe eigentlich nur, dass wir schnell fertig werden. Okay, ich hoffe, wir haben das mal, dass dieses eine Geschütz da, das ist ganz schön nervig. Ah, da, guck mal. Es ist noch aktiv. Treffen, ne? So, auf Waffen gehen. So. So, kurz ein Stück zurück. Und dann stellen wir das jetzt mal um. Das ist gerade ziemlich nervig. So, Photonblaster und so. Da, guck mal. Die hier. Die gehen auch auf. Achso, da kann ich gar nicht sagen, auf was die gehen. Okay. Die. Zieloption. Waffen. AI-Shot. Super, das bringt mir gar nichts. Eigentlich passen, ne? Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie gehen nicht auf die Sachen. Wirkt zumindest nicht so. Super. Wir sehen, das Raumschiff ist eigentlich ziemlich im Eimer, ne? Da ist fast nichts mehr da. Und ich treffe auch nichts mehr. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch gehen soll. Oh. Ein Stück weiter weg nur. Ja, also wir haben keinen Schaden genommen. Das ist schon mal gut. Oder doch da. Oder? Nee, 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 nee. Unser Schutzschild ist noch aktiv. Sehr schön. Ja, da sehen wir gleich. Das war eigentlich diesen einen Waffentyp hier. Den hier. Davon brauchen wir mehr. Er hat wohl kein freies Schussfeld, ne? Race da irgendwas? Von mir. Das werden wir auch machen. So, welcher ist das? Nova Face Blaster.
Gut, das nur gegen Schilde, ne? Und gegen Explosive. Und der hier. Der scheint ganz gut zu sein. Wobei der hier eigentlich auch schießt, ne? Das war's auch der Face Blaster. Ja. Dann nehmen wir den Face Blaster oder doch das andere? Ich persönlich denke, wir sollten das hier nehmen. Diesen Grave. Ja, irgendwas. Ja. Großer Unterschied. Ich brauche weniger Teile. Ich nehme den hier mit. Genau. Dann kommt er nämlich hier hin. Genau, einmal da. Und einmal hier. Merkt ja, ne? Wir brauchen dringend mehr Feuerkraft. Dann machen wir hier hin. Und dann machen wir hier. Ja, mal gucken. Also, da haben wir das gar nicht so gemacht, deswegen. Na ja, gut, dann müssen wir das hier wegnehmen. Genau, und dann kann ich hier entsprechend. Und das aber gleich noch hier oben in den Schmied setzen. Das ist einfach nur. Ah. Haben wir den genommen hier. Okay. Das ist sogar schon schussbereit. Ich habe schon fast Star Wars-Feeling hier. Jetzt haben meine Geschütze schießen auch schon. Da dürfte dann bald nicht mehr so viel übrig bleiben, ne? Also jetzt hier insgesamt haben wir jetzt 1. 2. Ja doch, nee, mehr haben wir nicht, ne? Ich habe jetzt 4 Geschütze reingesetzt. Na gut, man könnte hier unten drunter noch eins setzen, das wäre vielleicht eine coole Idee. Ja. Ich denke auch. Das sollte man noch machen, einfach um sich auch in alle Richtungen abdecken zu können. Falls jetzt dieser. Ich glaube, irgendwelche Gegner, aber irgendwelche Ambitionen haben sollten. Hier auch noch. Ja, also jetzt denke ich, sollte es bald abstürzen. Es brennt, glaube ich, ziemlich gut. Ja, der große Laser, den müssen wir mal ausschalten. Schade, dass die Reichweite von den Lasern so gering ist, von den kleinen. Na gut. Reicht doch eigentlich, ne? Mit der Laser bringt gerade gar nichts. Dann gucken wir doch lieber mal, dass wir da Munition herstellen. Zur Produktion. 405 waren das, ne? Zwei und das andere. Kann er nämlich auch die Munition produzieren. Dann
benutzen. Dann kriegen wir alles klein. Ja, das Wahnsinn, wenn die Waffen an sind. Ne, was die alles brauchen. Das ist, können wir gleich mal hier kombinieren. So. Waffen. Ja. Müssen eigentlich nur die anderen mit dazu nehmen, ne? Dass sie keine zugekommen, sondern da auch nicht. Muss die anderen sein. Genau. Sehr schön. Ist gut, funktioniert's? Uran hatte. Wir können ja, bitte. Montage mal. Schieben wir mal hier so 80 rüber. Dann sollte er ja jetzt in der Lage sein, das ist doch das, diese ganzen 10 Stück sogar zu produzieren. Dann müsste er jetzt gleich verschieben, oder? Ja, sehr schön. Das ist dann perfekt. Warten wir jetzt auf die Gelegenheit. Wenn sich das hier zeigt, werden wir dann entsprechend darauf schießen. Ach, der Ladeplatz ist dort ja so lange. Schon komisch, ne? Kann das wirklich ein Schutzschild sein, vielleicht? Warten, wenn der hier ist, ist am besten. Dieses Drehen macht es halt echt unmöglich. Also so langsam könnte es wirklich mal abstürzen. So, wenn es gleich hier ist, dann entsprechend können wir schießen. Es hat irgendwas kaputt gemacht, aber ich kann nicht sagen, was. Da hinten ist so eine Laserrichtantenne. Also Schutzschild sollte er eigentlich nicht mehr haben. Ha. So, dann lassen wir das mal kurz, dass ich die Energie aufladen kann. Sinkt es denn? Ich würde sagen, es macht fast den Eindruck, ne? Dass es so langsam bergab trudelt. Aber dann auch wirklich nur super langsam. Hm. Okay, das ist schon mal was. Wir sehen, Sachen gehen also kaputt. Warum allerdings nicht die Triebwerke? Verstehe ich nicht. Sehr seltsam, oder? Hm. Das verstehe ich nicht. Müsste das Ding abstürzen. Komm, wir fliegen da oben drüber. Ah, nee, unser
als wäre der Schutzschild da, ne? Ah, guck mal, die Blöcke gehen kaputt. Das ist super. Weil dann kann ich nämlich hier das einfach absäbeln, dass es dann halt runterfällt, ne? Macht gar keinen Schaden. Das ist eine schwere Panzerung, glaube ich, ne? Das ist gut. Schon. Irgendwie bin ich von dieser Kolga noch nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen. Von den Lesern gerade auch nicht. Wie lange soll das jetzt noch gehen, ne? Okay. Das mit dem Stein hat schon mal funktioniert. Scheibenkleister. Nicht darauf geachtet. Ich gebe mal ein bisschen mehr Munition hier auf Tag. Was ist das für eine Rakete? Die Hydra. So, kurz gucken. Dann. Dann machen wir noch ein paar davon. Da. Südbahn. Naja. Taschenlager.
nicht. Das ist aber der. Einstellen, ne? Hier unten. Das heißt aber diese Disruptor-Dinger nehmen. Da haben wir schon so viele von, wo wir gar keine machen. Wahnsinn. Jetzt erlebe ich fleißig. Ganz schön miese Nummer. Also die Disruptor-Dinge. Vielleicht hier nur? Ah, Entschuldigung. Disruptor 84 mm Raketen, okay. Also es gibt diese Raketen nicht mehr. Aber ich kann bei der Hydra-Rakete. Also. Jetzt kann ich umstellen. Okay. Und dann alle hier einladen. Oh, warum geht das nicht? Ist wieder irgendwas? Was ist da unten? Irgendwas ist doch hier. Irgendeine Verbindung oder so. Warum ist hier kein Sauerstoff? Hier sollte eigentlich Sauerstoff sein. Ach, sieh einer an. Ist dann doch was kaputt gegangen? Was war das? Ich habe einfach nur so ein Bett, ne? Ja, dann setzen wir jetzt aber einfach nur so einen Block dahin. Okay. Ist irgendwie nicht so schön.
Ach. Das war noch so eins. Was ist denn? Das. Und dann das hier. Ich frage mich jetzt natürlich, wie konnte der das hier alles kaputt machen, ne? Aber ist egal. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass wir noch da sind. Bei der 8 oder so. Das ist, glaube ich, mit dabei. Nee. Das ist auch nicht. Komisch. Hier dann doch mit. Wo verdammt nochmal sind diese Teile? Ne, das sind sie nicht. Das sind sie auch nicht. Wobei, doch, 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 doch. Hier. Hier sind die, glaube ich, mit dabei. Schon mal das. Toll. Jetzt muss ich mal gucken, was ist das für ein Block? Wie heißt der? Leichte Panzerung und dann. Der mit dabei sein. Hier Panzerung mal gucken. Da ist er. Keine Ahnung, wo der sonst mit dazugehört. So. Komisch, dass nicht geschweißt wird, ne? Sehr luftdicht oder nicht? Ach, hier. Das ist sehr seltsam, also. Ich verstehe bloß nicht, wie die das geschafft haben. Okay, hier ist es jetzt aber jetzt auf einmal auch nicht mehr luftdicht. Okay, und warum? Könnte hier wieder unten irgendwas sein? Hier ist alles safe. Nichts. Ah, Mist, ey. Das nervt. Das nervt tierisch. Das war doch alles luftdicht. Gucken wir einfach mal, woran es jetzt liegt. So, für den
außen kann ich hier schon mal nichts erkennen. Das sieht gut aus. Okay, aber was ist es dann? Was ist es dann? Aber es gerade eben gab es ja noch Luft. Okay, ist auch auf grün. Eigenartig. So. Ach ja, stimmt, wir wollten ja gucken, was los ist. Warum? So. Die richtige Rakete. So. Warum nicht? Warum will er nicht? Ist da genau da? Also wir können. Weißt du was? Wir machen vorsichtig, aber das hier. So. Ganz vorsichtig, wo ist es hier? Dann einfach nur den noch dahin sitzen. Ach, nicht das. Ich verstehe es nicht. So, Hydra-Rakete, genau. Anschalten. Warum ist die denn ausgeschalten? Jetzt hat er sie genommen, okay. Eigenartig, sehr, sehr eigenartig. Verstehe nicht, warum die aus war. Aber es ist genauso wenig, verstehe ich, warum halt hier gerade das so ist. Ich glaube, wir haben ihn noch auf manuell geschalten, ne? Nein. Schlagen die irgendwo ein? Oh. Okay, warte mal. Dieses fiese Ding wehrt die ganzen Raketen ab. Okay. Ich glaube, das sollte safe sein, oder? Schlagen ist auch echt ein. Ui! Na, das war gut.
müsste, glaube ich, passen, ne? Okay, na dann. Die Waffen an und näher ran. Zu gehen. Wegen Auseinanderbauen und so. Oh oh. Was ist das? Schon wieder fast aus der Schwerkraft raus, ne? Das ist halt Wahnsinn, was wir da momentan draufballern. Das tut sich halt nichts, ne? Das ist echt heftig. Haben wir nicht noch irgendwas? Dann würde ich sagen, fliegen wir da hinten wieder zu unserer Basis. Tja, irgendwann wird es schon abstürzen, hoffe ich. Was ist das denn krass, ne? Also wir haben so wirklich Ewigkeiten drauf geballert. Und das ist jetzt dann so krass. Naja, egal. Was soll's? Wir haben es versucht. Es möchte nicht sterben. Brauchen wir bessere Waffen. Ja, eigentlich schon. Naja, aber das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an.